Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es wieder um Monosaccharide, und zwar um Pyranosen und Furanosen. Für das Verständnis des Videos sind folgende Vorkenntnisse von Vorteil. Ihr solltet wissen, was Monosaccharide sind. Ihr solltet Monosaccharide molekular als Kette und Ring kennen. Ihr solltet wissen, dass Monosaccharide isomer als Anomere auftreten. Ihr solltet die Darstellungen der Monosaccharide in Fischer-Projektion und als Haworth-Formel kennen. Ihr solltet wissen, was Konstitutionsisomere sind. Ziel des Videos ist es, euch die Vielfalt der Ringstrukturen der Monosaccharide zu verdeutlichen. Ich habe den Film in fünf Abschnitte unterteilt. Erstens Pyranring und Furanring. Zweitens D-Glucose. Drittens Epimere der D-Glucose. Viertens D-Fructose. Fünftens Zusammenfassung. Erstens Pyranring und Furanring. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Heterozyklenchemie und an die Struktur. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.